Bye. Wir sind hier versammelt, um den gerade im Gebäude versammelten Partnern einer möglichen neuen großen Koalition ins Gewissen zu reden, insbesondere der CDU ins Gewissen zu reden, denn zwei von drei Parteien haben sich ja bereits für mehr direkte Demokratie auf Bundesebene ausgesprochen. Die SPD will das schon lange, die CSU hat sich erfreulicherweise auch dazu durchringen können und ist jetzt auch dafür. Es sind jetzt für uns ganz besondere Zeiten, denn zum ersten Mal treffen sich Koalitionspartner, die eine Zweidrittelmehrheit direkt hätten und damit eventuell die Möglichkeit auch haben, endlich ergänzend zur parlamentarischen Demokratie direkt demokratische Elemente in die Verfassung zu schreiben. Dabei ist uns ganz, ganz besonders wichtig, dass die dreistufige Volksabstimmung verwirklicht wird, nämlich mit Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid. Aber auch zusätzliche Elemente sind uns selbstverständlich auch wichtig, nämlich obligatorische und fakultative Referenden. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite, liebe Freundinnen und Freunde. Es war schön, dass alle hier seid. Wir haben jetzt wirklich die Chance, aus dem Entwicklungsland Deutschland, was direkte Demokratie angeht, einen ersten Einstieg zu schaffen in wirklich mehr Partizipation, in mehr direkte Demokratie. Wir haben seit 60 Jahren ein Grundgesetz, das keinerlei direktdemokratische Elemente zulässt. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir haben in Deutschland mittlerweile in so vielen Bundesländern Erfahrung mit direkter Demokratie. Die Bürger und Bürger stimmen ab über Schulpolitik, über Energieversorgung, wie hier in der Hauptstadt, über Olympiabewerbung, über Rauchverbote, über viele, viele andere wichtige Fragen. Man kann sich da manchmal über die Ergebnisse streiten, ob man das gut findet oder nicht. Aber ich denke, insgesamt werden diese Elemente angenommen und sie werden auch verantwortungsvoll genutzt. Und es macht einfach keinen Sinn mehr zu sagen, Bürger und Bürger, ihr dürft auf der kommunalen Ebene mitbestimmen, ihr dürft auf der Landesebene mitbestimmen, aber auf der Bundesebene ist alles ganz anders, ist alles so kompliziert, ist alles so wichtig, dass ihr immer nur weiter in der Zuschauerrolle bleiben müsst. Das haut nicht mehr hin und wir werden uns nicht damit abfinden, dass Deutschland weiterhin das letzte Land in Europa bleibt, das noch nie auf nationaler Ebene seit dem Zweiten Weltkrieg eine Volksabstimmung gehabt hat. Wenn uns ein Thema auf der Seele brennt, können wir eine Petition starten und damit sichtbar machen, das ist ein wichtiges Thema. Viele Leute wollen sich damit beschäftigen. Wir wollen dahin kommen, dass aus diesen Petitionen ein wirkungsvolles Instrument wird, dass es ein erster Schritt hin zu einem Volksentscheid wird. Das müssen wir schaffen und vielleicht können wir heute den ersten Schritt gehen. Ein Vorschlag liegt auf dem Tisch, auch wenn es ein minimaler Vorschlag ist, der diese Initiativmöglichkeit überhaupt nicht berücksichtigt. Es sperrt sich sogar gegen diesen Minimalvorschlag noch die CDU. Und ich denke, deshalb müssen wir noch mal ganz deutlich machen, wie viele Leute dahinter stehen, wie viele Leute wollen den bundesweiten Volksentscheid, und zwar einen echten Volksentscheid, wo die Möglichkeit der Initiative wirklich bei uns allen liegt und nicht nur eine Interventionsmöglichkeit nach beschlossenen Gesetzen. Volksentscheid ist Bundeswahl!